Drei Sätze gegen Grigorije Grocisk genügten den Schwächertern, um das Viertelfinale in der Tischtennis-Champions League zu fixieren. Leung Chuyan erledigte diese Pflichtaufgabe gleich in seinem Auftaktspiel und so konnten seine Teamkollegen von SVS Ströck ihre eigenen Partien entspannt nach Hause spielen. Mit dem klaren 3:0 Heimsieg war für einen perfekten Abend gesorgt. Nach zwei knappen Niederlagen gegen Borussia Düsseldorf und dem klaren 3:0 Auswärtssieg gegen Grigorije Grocisk hatte der SVS Niederösterreich eine sehr gute Ausgangsposition für das letzte Spiel in der Champions League Gruppenphase. Allein drei Sätze genügen den Schwächertern, um den Aufstieg ins Viertelfinale zu fixieren. Das erste Spiel des Abends bestreitet Leung Chuyang gegen Daniel Gorak. Der Pole startet stark und führt nach drei Sätzen mit 2:1. Er macht den mitgereisten Fans Hoffnung auf das Unmögliche, als er im vierten Satz mit 6:1 in Führung geht. Leung Chuyang beweist aber Nervenstärke und gewinnt schlussendlich die Partie in 5 Sätzen. Damit steht SVS Niederösterreich bereits nach dem ersten Spiel im Viertelfinale der Champions League. Ist jetzt die Luft ein bisschen angenehmer? Ja, angenehmer sicherlich, aber wir haben uns vornherein vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Es ging nicht um drei Sätze, sondern es ging um drei Spiele für uns. Und das Viertelfinale haben wir uns schon fest vorgenommen gehabt, aber wir wollen mit einem Sieg dort einziehen und nicht mit einer Niederlage. Ich denke, alle Spieler sind jetzt etwas relaxter und die nächsten Spiele, denke ich, sind ein bisschen vielleicht mit Show-Einlagen, werden wir sehen. Aber wir wollen das Spiel trotzdem gewinnen, einfach auch den Sportler-Ehrgeiz nicht zurückstecken, sondern jeder versucht seine Leistung abzurufen und wir versuchen das Spiel trotzdem heimzubringen. Cheng Wek-Sing kann danach entspannt aufspielen und schlägt Pavel Fertikowski klar mit 3:0. Und wieder den fürchten Vorhang von Cheng Wek-Sing. War es wirklich so einfach, wie es ausgeschaut hat? Nein, ich habe schon einmal gespielt. Ich habe schon lange Vorbereitung, ich habe dieses wichtige Match für uns, wir haben schon lange Vorbereitung und ich habe heute auch gut gespielt. Okay, ich habe Hand ein bisschen Schmerz, aber Tablette genommen, aber okay, zu spielen, spielen ist gut. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie geht es der Hand? Ja, ich werde nach drei Tagen und dann nach China fliegen, dort versuchen mit Arzt oder Therapie, was können wir schnell machen. Ne? Einen perfekten Abend beschert anschließend Stefan Feger dem Schwächerter Publikum. Der Niederösterreicher sorgte mit seinem Sieg in drei Sätzen über Robert Floras für den souveränen 3:0 Heimsieg der SVS Niederösterreich. Zufrieden mit Ihrer Leistung? Ja, zufrieden. Ich sage mal, ich habe 3:0 gewonnen, gleich wie auswärts. Und vom Ergebnis her, ja, vom spielerischen her, wäre vielleicht sicher noch das eine oder andere möglich gewesen. Wie spielt es sich denn, wenn man weiß, man hat eigentlich schon gewonnen? Naja, eigentlich im Prinzip nicht viel anders, weil ich will ja trotzdem gewinnen. Noch dazu vor eigenem Publikum will man nicht nachziehen. Wenn die anderen zwei schon gewonnen haben, will man natürlich um jeden Preis auch gewinnen, dass wir 3:0 da fertig sind. Und das war natürlich schon ein gewisser Druck da und ich habe den Gott sei Dank standgehalten. War es ein erfolgreiches Jahr? Na, auf jeden Fall. Wir haben den Schwung, oder besser gesagt den Schwung zu den jungen Spielern geschafft. Sie tragen jetzt die Mannschaft mit und wir sind ein kommender, sehr unangenehmer Gegner in dieser Liga. Das Viertelfinale bestreitet der SVS Niederösterreich gegen den französischen Vertreter AS Pontoise Cergy. Hinspiel ist am 1. Februar im Multiversum Schwächer.